gleich beim ersten Gebäude im Dorf, also beim Lehrerhaus. Dort schaute die Hedwig Dobler aus dem Geschäft heraus und sie sagte, wir könnten gleich zu Ihnen in die Wohnung kommen. Es seien bereits schon mehrere aus der ersten Lawine bei Ihnen im Haus, oder? Abends so um circa 6:30 Uhr, da sagte dann die Hausfrau, wir sollten jetzt beten, damit wir verschont bleiben sollten. Und beim dritten Rosenkranz hörten wir plötzlich einen harten Druck ans Gebäude. Also es kam wieder eine Lawine und innerhalb weniger Sekunden stellte ich im Kerzenschein und Petroleumlampenschein fest, wie sich die Decke auf mich herunter, das heißt die Decke auf mich herunter sank und der Bücherschrank kam ebenfalls auf mich zu. Mich hat es dann circa 6 bis 8 Meter mitgerissen und blieb dort inmitten von Trümmern stecken. Über mir der Bücherschrank, unter mir Gebälk, aber ich hatte Hohlraum, ich hatte eigentlich wenig Schneeberührung. Einige Meter von mir weg hörte ich, wie eine Frau stöhnte. Ich habe sie wohl angesprochen, aber sie hat mir keine Antwort gegeben. Noch einige Meter weiter weg hat ein Kind geschrien, aber auch das Kind hat keine Antwort gegeben. Und meine Glieder waren in alle Seiten eingeklemmt. Nach circa einer Viertelstunde bis 20 Minuten kamen dann Leute aus dem Dorf, das waren circa 300 Meter, und ich erkannte die Leute an der Stimme, obwohl sie noch vielleicht 20, 30 Meter entfernt waren, aber ich rief dann wieder laut um Hilfe und sie hatten mich dann auch bald einmal gehört. Dann fingen sie gleich an mit Schaufel und Pickel zu arbeiten, dann hatte ich Bedenken, ob sie nicht mich verletzen könnten. Das war dann nicht der Fall, aber über dem Schrank war bestimmt nicht viel Schnee, ich schätze vielleicht einen halben Meter. Und sie mussten dann den Schrank wegwälzen. Ja, ich kroch dann heraus und stand dann Hemd und Hose barfuß auf dem Schnee. Und sie sagten dann, ich soll zur Sennerei hinauflaufen und dort abwarten, bis jemand kommt. Es waren vielleicht 60 bis 80 Meter. Da lief ich auf allen Vieren im Schnee hinauf und ging dann durch die Türe hinein in die Sennerei. Aber die Wohnung oben, die war natürlich total weggefegt auch von der Lawine. Aber die Sennerei selber war ein massiv Bau, betoniert, gemauert und so hat. Und dann war es natürlich sehr kalt, aber nach einigen Minuten kam dann die Frau Lydia Dobler zu mir mit einer Taschenlampe und redete auf mich ein, ich soll doch wenigstens versuchen, mit ihr ins Dorf zu gehen. Und in diesem Moment soll ich gesagt haben, mir wäre es gerade egal, wenn ich auch tot wäre. Aber sie hat mich überredet und dann gingen wir auf den Weg. Nach einigen Schritten ging ich ganz normal, barfuß natürlich weiter, und diese 300 Meter ins Dorf, im ersten Haus, das heißt im alten Gemeindeamt, wohnte auch der Messner. Bei ihm hat es die Scheibe auch eingedrückt und er war noch dabei, den Schnee aus der Stube zu schaufeln. Und ich kam dann Platz zum Liegen auf der Ofenbank. Dort war auch die Biene Amberger anwesend, weil sie sich selber nicht mehr wagte, nach Hause zu gehen. Am Dienstagabend kam dann ein Tierarzt, Dr. Hele von Dürger Berg, zu mir. Es war dann auch mein Bruder Pirmin dabei und dann ein anderer Arzt war auch noch da. Die schiente mir dann den Fuß ein und von dort weg waren die Schmerzen nicht mehr so stark. Und am Mittwoch konnte ich mit dem Hubschrauber, also neben Pilot sitzend, nach Ludesch ausfliegen von dort. Das heißt, als wir dort ankamen,
wurde ich von 7 bis 8 Reportern umringt, weil sie natürlich auch wissen wollten, was ich mitgemacht habe und so weiter. Ich wurde dann aber anschließend gleich mit dem Auto ins Krankenhaus Bludenz gebracht.